Differentialgleichung hingeschrieben, y2' gleich minus y, oder die Antwort, wir wollen die Frage beantworten, welche Funktion zweimal abgeleitet ist sie selber, aber mit dem Minuszeichen. Und da sollten Sie zwei Funktionen kennen dieser Art. Jawohl. Sinus von x und Cosinus. So ist es. Also y gleich Sinus x und y gleich Cosinus x lösen diese Differentialgleichung. Und jetzt würde ich von Ihnen gerne die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung wissen. Also Sie sehen, wir haben jetzt zwei Einzelfunktionen gefunden. Kraft höherer Weisheit, wir haben die geraten. Wie sieht also die allgemeine Lösung nach Peano-Pica-Lindelöf aus? Wie sieht die aus? Wie sieht die aus? Y gleich C1 mal Sinus plus C2 mal Cosinus. So ist es. So, das ist jetzt die allgemeine Lösung. Wir können auch die Probe machen und das einfach mal einsetzen. Ja, das heißt, wenn wir die allgemeine Lösung einmal ableiten, brauchen wir hier nicht, brauchen wir nur Y' ist C1 Cosinus X minus C2 Sinus X und die zweite Ableitung ist die erste Ableitung abgeleitet. Das ist Cosinus abgeleitet ist minus C1 Sinus X minus C2 Cosinus X. Wenn ich das in die Differentialgleichung einsetze, erhalte ich minus C1 Cosinus Sinus X minus C2 Cosinus X, das ist das Y2' gleich minus, Klammer drum, Y, das Y ist das hier, gleich minus Y, C1 Sinus X plus C2 Cosinus X. Und Sie sehen, diese beiden Funktionen, die hier stehen, sind identisch, also gleich für alle x. Damit haben wir die Differentialgleichung gelöst. Nach Peano-Pica-Lindelöf ist diese Lösung auch die allgemeine Lösung. Also das heißt nicht nur irgendeine geratene, sondern die allgemeine. So, jetzt wollen wir die Lösung dieser Differentialgleichung berechnen. Mit welchem Ansatz haben wir denn vorher die Differentialgleichungen immer gelöst? Welcher Ansatz war das? Ja, bitte. E hoch, also y gleich e hoch lambda x. So, dann setzen wir doch das e hoch lambda x einfach mal in die Differentialgleichung ein und gucken mal, was da rauskommt. Da brauchen wir ja y2'. Was ist hier y2' bei diesem Ansatz? Was sollten Sie in der Zwischenzeit wissen? Ja, bitte. Ja, bei einer Lambda Quadrat, e hoch Lambda x. Ja, so, und das setzen wir in die Differentialgleichung ein, dann steht hier Lambda Quadrat, e hoch Lambda x, fast gut, Lambda x ist gleich minus y, minus e hoch Lambda x. So, was machen wir jetzt mit dieser Gleichung? Ja, bitte. Geteilt durch e hoch Lambda x. So, und dann bleibt übrig Lambda Quadrat gleich, ja? Minus 1. So, welche Zahl quadriert ist denn minus 1? Ja? I. Also ist daraus folgt Lambda gleich I. Und Sie sehen schon einmal, die Stimme geht nach oben. Das ist, ja, das ist Plus und Minus I, völlig richtig. Die I quadriert ist minus 1, aber auch die Minus I quadriert ist minus 1. Jawohl, Lambda, und jetzt möchte ich von Ihnen die allgemeine Lösung wissen, die allgemeine Lösung der Differentialgleichung mit den Is. So, mit den Is, was kommt dann da raus? Na, später, das kommt später, mit den Is, was kommt da raus? Achso, ja. C1 mal E hoch I x plus C2 mal E hoch minus I. So, und jetzt habe ich aber vorhin behauptet, die sieht ja anders aus. Müssen wir vielleicht hier andere Indizes nehmen. Nehmen wir 3 und 4 allein nur, damit wir die unterscheiden können. Vorhin haben wir gerechnet C1 Sinus X plus C2 Cosinus X. Jetzt ist die Frage, ist das richtig oder ist das richtig? Und jetzt müssen Sie antworten, welche von beiden ist richtig? Beide. Warum sind beide richtig? Ja? Wegen das hier, also das heißt, das kann man irgendwie ineinander umrechnen mit Hilfe der Eulerschen Formel. Und die Eulersche Formel heißt e hoch ix gleich Cosinus x plus i Sinus x.
Das heißt, irgendwie werden wir demnächst dieses in dieses umformen und das hier ist die allgemeine reelle Lösung. Also das hier ist die reelle Lösung. Und das hier ist eben nicht mehr reell, das ist irgendwie eine komplexe Lösung. Haben Sie schon auf Stopp gedrückt? Nö. Das müssen Sie machen.